Servus, alles klar, Hummel, Hummel an alle da draußen. Es ist soweit. Nach langer Recherche und viel Arbeit kann ich euch mitteilen, das AAF-Video steht jetzt. In dem Video würde ich mal gerne vorstellen, die Mannschaften, die Stadien, die Coaches beispielsweise, der Modus, wie es funktioniert, alles kurz, kompakt, so dass man es versteht. Es ist schön, das ist eine Liga, die läuft zwischen der NFL und quasi in der Pause. Okay, dann fangen wir mal an. Erstmal du, der AAF ist zu sagen, das ist die Alliance of Football. Die ist jetzt gegründet worden vor einem Jahr. Die Saison, die läuft regulär vom 9. Februar bis zum 14. April. Und zwar sind regulär 8 Spiele. Danach findet eine Art Halbfinale statt und ein Finale. Das ist dann quasi das Super Bowl gleicht. Also stoßt die Liga damit quasi genau in diese footballfreie Zeit rein, die dann bei der NFL im Endeffekt hinten raus fehlt, sodass der Footballfan im Endeffekt nicht mehr warten muss oder keine Angst haben muss, ne, oder muss nicht auf die Preseason warten oder was, sondern muss sich keine Wiederholung angucken, vor allem immer Wiederholung bei Network. Muss nicht mehr sein, man kann auf die neue Liga gucken. Ist richtig super interessant. Um mal zu erklären, was die AAF überhaupt ist, muss man sagen. Es ist eine Liga, wo die Kritiker sich eigentlich nicht einig sind. Es ist auf der einen Seite, die einen sagen, es ist eine Semi-Profi-Liga, die andere eine professionelle Liga. Es hat folgende Bewandtnis, weil erstens viele Spieler von der NFL, die es da nicht geschafft haben, den Cut nicht geschafft haben beispielsweise, kommen runter in die Liga, suchen ihre zweite Chance. Trent Richardson von den Birmingham Iron ist beispielsweise da so ein Vorbild. Oder wir haben jetzt da andere Leute vom College, die den Sprung nicht geschafft haben über den Draft, weil es können ja immer nur so und so viel teilnehmen bei der NFL und manche schaffen es halt nicht, manche sind nicht gut genug, haben vielleicht einen schlechten Tag, liefern eine schlechte Leistung ab, passiert halt. Naja, okay. Und diese Leute sollen in der AAF nochmal eine Chance bekommen, ne? Es kann auch durchaus möglich sein, wenn einer sich sehr gut anstellt und das NFL-Team sagt jetzt, wir haben noch Bedarf auf einer Position, Running Back, Quarterback, dies. Der ist gut von der AAF, den können wir noch nehmen, ne? Der bringt es vielleicht. Okay, alles klar dazu. Jetzt einmal, wer hat die AAF gegründet? Das sind zwei Personen. Und zwar, ich muss jetzt mal nachgucken, ich habe ein bisschen was mitgeschrieben für euch. Wie man sieht, ich habe doch recherchiert und alles. Und zwar einmal ist es der Bill Polian, ne? Am 8. Dezember geboren in der Bronx, New York. Und zwar ist es ein ehemaliger General Manager, der mehrere NFL-Teams gemanagt hat. Auf der anderen Seite, der Co-Founder ist der Charlie Ebersol. Das ist ein TV-Produzent, der mehrere NFL-Sendungen gemacht hat und diverse andere Casting-Shows beispielsweise. Die zwei haben die quasi gegründet, die Liga. So, jetzt kommen wir zu dem lustigen Teil. Und zwar, ich habe da auch so ein bisschen was vorbereitet bereits, um euch die Mannschaften mal ein bisschen vorzustellen. So, dann wenden wir uns mal an die Tafel. Die Tafel. Und zwar folgendes. Um euch die Mannschaften mal vorzustellen, habe ich mal ein bisschen was ausgedruckt, dass ihr die Wappen kennenlernt, die Grundfarben, die Helme, wie sie aussehen. Es wäre die East Conference. Also erstmals 8 Mannschaften. Zwei Conferences, West Conference und East Conference. Die East Conference besteht, wir nehmen dies, wir nehmen das. Einmal. Puh. So, okay, alles klar. Die Birmingham Iron aus Birmingham, Alabama. Und zwar folgendes. Der Wappen sieht man ja, ist ein Football mit dem schönen W drin, ne? Und dann haben wir mal hier, Moment, ha. Da haben wir der Helm. Schwarzer Helm, schlicht gehalten. Sieht aber richtig geil aus, ne? Kommen tun sie aus dem Legion Field in Birmingham, Alabama. Da wird gespielt. Kapazität ist hier 71.000. Ist damit das größte Stadion in der AAF, ne? Ist richtig geil und so alles. Head Coach ist Tim Lewis. Und zwar als Spieler war er bei den Green Bay Packers, ne? Als Coach mehrere Assistance Coach Jobstellen. Seine erste Stelle als Head Coach ist jetzt hier bei den Iron. Das andere waren alles Assistant Coach, beispielsweise bei Pittsburgh, SMU und ich sage hier Texas A&M, die Aggies beispielsweise. Euch College-Fans da und die NCAA da draußen kennen, die werden sich da noch ein bisschen auskennen mit den einigen Mannschaften. Auch noch was Lustiges nachher zum Draft, das erkläre ich nachher am Anschluss vom Video nochmal. Da ist es auch was Besonderes, was auch gerade in Bezug mit den College zu tun hat. So, jetzt haben wir mal die Iron abgearbeitet, ne?
Auf die Iron, ne, folgt die Legend aus Atlanta. Jetzt erstmal grundsätzlich die Frage: Braucht Atlanta noch ein Footballteam? Das ist erstmal grundsätzlich die Frage. Ich bin der Meinung, eins ist schon schlecht genug. Ne? Jetzt haben wir noch ein zweites, was so richtig schlecht ist, draufgeschissen. Ne? Ich habe eigentlich gedacht, da besteht eine 50-prozentige Chance, dass wir besser werden. Die Legends sind aus dem wunderschönen Staat Georgia, der neben Alabama liegt. Das Stadion, wo sie spielen, muss ich jetzt gucken, ist das State-Stadion, das kleinste mit 27.000. Die Farben sind lila, gold, weiß. Der Coach ist Kevin Cole, Staten Island. Und er hat sehr viel hinter sich, sehe ich. Ne? 7 College-Assistentenstellen, 2 NFL-Assistentenstellen und unter anderem bei den Bengals und Dolphins, ne, unterwegs. Wie gesagt, die Legends, ne? Keine schlechte Mannschaft, eigentlich sollte man meinen, aber wie gesagt, sie bringen es noch nicht so arg auf dem Feld. So bringen sie es einfach noch nicht zurecht, sie bringen es noch nicht raus. Dann weiterhin die dritte Mannschaft in der Eastern Conference haben wir hier. Das sind die wunderschönen, Moment, tada, tada. Und zwar haben wir da die wunderschönen Memphis Express. Tolle Farben, tolles Logo. So ein Helmenroder mit dem Durchkreuz und Check. Sieht super geil aus. Aber scheiß Mannschaft leider. Kriegt leider nicht so aufs Feld, ne? Das, was sie eigentlich könnten von dem Potenzial. Eine saustarke Mannschaft, ein saustarker Coach. Ich werde es gleich nochmal sagen. Komm aus dem Bundesstaat Tennessee, natürlich aus Memphis, ne? Das Wappen habe ich euch gezeigt. Die Liberty Bowl Memorial Stadium mit 58.318 Sitzen haben wir hier in Memphis als Stadion. Rot-Weiß-Blau sind die Farben. Zum Head Coach ist eigentlich das Interessanteste an der Mannschaft. Es wird euch, die es kennen oder die auch die Videos von YouTube kennen, bekannt sein, ist Mike Singletary. Mike Singletary ist beispielsweise aus den Rant-Coaches da, aus diesen Rants, den bekannten, ist er bekannt. Und zwar, wo er als San Francisco-Coach dann da sich hingestellt hat, gesagt: Cannot coach him, cannot play with him. I want winners. Könnt ihr mal gucken bei YouTube auf jeden Fall. Ich trinke mal einen Schluck hier. Moment. Auf jeden Fall. Mike Singletary, der erfahrenste Coach, Head Coach bei den 49ers, Head Coach in diversen anderen guten Mannschaften. Erfahrener College Coach, super Coach. Leider mit den Express nicht die beste Mannschaft erwischt. Sind im Moment 1 und 3. Haben wir jetzt gewonnen, haben ein super Spiel abgeliefert, aber auch nur mit Glück. Highlights kann man unter anderem auch sehen, erfahrt ihr auch noch später. Ne? Um die East Conference komplett zu machen, haben wir jetzt noch die Orlando Apollos. Und zwar die Orlando Apollos. Zack. Sehr schönes Wappen, so ein Bogenschützen, also quasi Apollon als Krieger, der da schießt. Sieht eigentlich richtig toll aus, finde ich. Ne? Kommt gut rüber. Und der Helm auch so in Blau, Orange. Ne? Orlando, wer da auch kennen, no? Disney World, liegt im wunderschönen Staat Florida. Ne? Das Spectrum Stadium mit 44.000 ist das Zuhause. Die Farben sind natürlich Navy Blau, Betonung Navy Blau, Orange. Ne? Der Head Coach Steve Spurrier ist als Spieler bei den 49ers und bei den Buccaneers quasi in Erscheinung gestanden. Hat 6 College-Stationen, 3 als Assistent, 3 als Head Coach hinter sich. Und 2 Profi-Stationen bei den Redskins und bei den, Moment, Tampa Bay Bandits. Leute, die ein bisschen eingefleischt sind, die Älteren von uns, die schon sich lang mit Football befassen, kennen die Tampa Bay Bandits noch aus der USFL. Die USFL, die war, glaube ich, von 80 bis 84 aktiv. Die Liga hat es leider nicht geschafft. Ist auch so gestorben, hat auch tolle Mannschaften gehabt, unter anderem die Birmingham Stallions. Und wie jetzt gesagt, die Tampa Bay Bandits waren auch eine. So. Wir haben die Eastern Konferenz komplett. Wir gehen mal die Western Konferenz durch, würde ich sagen. Da habe ich auch, wie gesagt, es in derselben Form so vorbereitet. Zack, zack, babab, sa. Da wäre die erste Mannschaft. Moment, wir drehen. Die Hotshots. Hotshots. Mit Sicherheit einer der kreativsten Namen in der Runde. Die heißen Schüsse, Hotshots. Kann man übersetzen, jeder wie er will. Ne? Man kann es so oder so verstehen. Der Wappen ist auch so ein bisschen besonders. Ne? Arizona leidet auch viel unter Feuer oder Waldbränden. Ne? Und da sind zwei gekreuzte Äxte. Ich gehe mal davon aus, dass es darauf Bezug nimmt, weil da unten auch so ein Feuer ist. Ne?
nennt sich die Hot Shots. Die Grundfarben sind gelb, grün und rot, natürlich, wie man sieht. Zu den Informationen, die kommen aus dem wunderschönen Staat Arizona, der neben Kalifornien ansässig ist. Und zwar spielen sie in der Stadt Tempe, die direkt an quasi an Moment die Hauptstadt Phoenix angrenzt. Ist nicht direkt in Phoenix in der Hauptstadt, sondern im Nebendran. Und zwar das Stadion ist das Sun Devil Stadion. Das kennen da auch. Die ist von der University, von den Sun Devils, das Stadion von der sehr, sehr, sehr erfolgreichen College-Mannschaft da unten in Arizona, ne? Wo eigentlich im Moment auch sehr der Fokus liegt, ne? Arizona genauso ein Punkt, ne? Wie Atlanta. Eine Mannschaft Cardinals, total erfolglos letzte Saison in der NFL. Und jetzt noch die Hotshots. Was will man damit füllen? Will man in eine Lücke stoßen? Ne? Naja, gut, ne? Okay, wie gesagt, jetzt haben wir abgearbeitet hier. Die Salt Lake Stallions. Ganz tolle Mannschaft. Sieht auch ganz toll aus. Und zwar ein Pferd. Ein Pferd, Silber, ähnlich wie der Helm von den Lions, so auch von der Farbe her eigentlich wie die Lions, so ein bisschen. Außer dass das Streifen sind, ein Pferd, so eine Art Pegasus mit hellblauen Flügeln. Die Salt Lake Stallions kommen aus dem wunderschönen Staat Utah. Auch die Stadt der Mormonen, auch bekannt, ne? Salt Lake, die Salzwüsten. Das Ryan-Eccles-Stadium, nee, falsch, das Rice-Eccles-Stadium, 45.000 Zuschauer, ist die Heimat. Dennis Erickson, Trainer, dreimal College, siebenmal Head Coach auf dem College, also das sind schon gute Zahlen, ne? Unter anderem auch sehr gute College mit dabei. Zweimal, also würde ich auch sagen, einer der erfahrensten Coaches, zweimal NFL Head Coach bei den Seahawks, bei den 49ers und jetzt erste Station hier bei den Stallions, ne? Wie gesagt, eine gute, auch eine tolle Mannschaft, gute Fanbase, aber leider im Moment auch noch nicht so erfolgreich gestartet. Jetzt. Das ist persönlich für mich der geilste Name und auch der geilste Wappen da. Und auch von der Farbkombination her ist es mega, richtig super geil getroffen. Und zwar, das sind die dritten Mannschaft in der Gruppe West jetzt, die San Diego Fleets. Wie soll man das übersetzen? Floß? San Diego Floß? Nee, Flotte. Ich würde mal sagen, die Flotte. Das Wappen ist ein Kriegsschiff in Grau, in Battleship Grau. Und normal im Grau mit auf gelbem Hintergrund und halt auch ein sehr schöner Schriftzug. Auf der anderen Seite jetzt beispielsweise hier auf dem Helm ist der Wappen drauf. An der anderen Seite, wie bei Alabama, so, nur so eine Nummer in weiß. Sieht richtig Hammer aus. Solltet ihr euch echt mal angucken, so ein Spiel. Oder auch mal vielleicht die Highlights. Muss ja nicht gleich ein ganzes Spiel sein. Guckt euch mal die Highlights an. Super, richtig harte Hits, Action Football. Sag auch noch was dazu, das wird euch erfreuen am Ende. Im Gegensatz, es unterscheidet sich wirklich ein Stück weit von der NFL. So, jetzt kommen wir zur letzten Mannschaft, ne, von der ganzen Kiste. Das ist hier, das sind die San Diego Commanders. Kommen natürlich aus dem wunderschönen Staat Texas, ne, spielen in, Moment, jetzt müssen wir mal schauen, im Alamo Dome, auch sehr großes Stadion mit 64.000 Zuschauern. Ein roter Wappen sieht man ja, gekreuzt von einem Schwert. Commanders, die Kommandeure, ne, könnte man sagen, oder die Chefs, ne. Spielen leider nicht so gut wie die Chefs, ne? Aber was soll's. Der Head Coach war sechsmal Assistant Coach bei College Teams, einmal Assi, Head Coach, ach du liebe Zeit. So eine lange Liste. Und vor lauter habe ich auch noch nicht mal den Namen hingeschrieben. Könnt ihr ja mal selber nachgucken. Der Head Coach von den Commanders kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann nur sagen, er war Spieler in Alabama und er hat auch was hinter sich. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Das war eigentlich die längste Kiste. Ich hoffe, ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben da, ne? Hab den Drucker dreimal verstopft, ne? Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht, dass das mit der Präsentation jetzt, ne? Wird vielleicht noch besser. Jetzt noch, wie empfängt man die AAF? Gut, ganz einfach über YouTube, da ist ein Live-Kanal im Moment. Falls ihr amerikanisches Fernsehen habt, dann habt ihr vielleicht auch CBS Sports. Wer The Zone hat, kann auf der NFL Network gucken. Das ist der 24-Stunden-Kanal für Football auf der NFL Network. Ist als müsst ihr mal euer Programmheft nehmen, da ist als da eben eine Zeit, das sind ein, zwei, drei Spiele, die als übertragen werden, weil die auch mit dabei sind. Dann haben wir noch Turner Sports und dann haben wir noch B&R Live. Okay, wie gesagt, aber macht euch darüber keine Gedanken, keine Panik, wenn ihr keinen Anschluss habt amerikanisch, draufgeschissen, einfach YouTube eingeben, die Mannschaft gegen die Mannschaft, da sieht man immer einen Livestream, wo aktiv Zuschauer sind, ne? Okay, alles klar, so viel zu dem, wo er gucken kann.
Jetzt, ich mache mal kurz Werbung, ne? Ich habe viel Gutes zu sagen. Ich habe mir alle Spiele angeguckt. Es waren tolle, actionreiche Spiele, tolle Hits. Um das kurz abzuschließen, habe ich jetzt auch noch ein paar Punkte aufgeschrieben. Manche sind für Verbesserung, manche finde ich jetzt nicht so gut. Es sind aber wenig schlechte Punkte. Es ist also überwiegend gut. Einmal ist weniger Werbung. Punkt. Das heißt, die Play Clock läuft nur noch 35 Sekunden runter. Die Spielzüge laufen flüssiger, am Stück, am Stück, am Stück. Du hast bis zu 60 Minuten weniger Werbung als in einem NFL-Spiel. Das heißt, du kommst gut mit 2 Stunden, 2 Stunden, 15 Minuten, wenn das Spiel gut kommt, rum. Und es läuft flüssig, du hast auch nicht den Eindruck, und es ist nicht jedes Mal Pause und nicht jedes Mal die Gefahr, dass man einpennt oder was und hin und her, weil es wirklich, man merkt es auch, wenn ihr erzählen werdet, ihr werdet es merken. Dann Kameraperspektiven zur NFL sind geändert worden, die haben Skycams, es sind ganz tolle Perspektiven, 5, 6, 7 Perspektiven. Jetzt, dann gibt's Referees, die haben die Macht zu entscheiden. Jetzt ist aber nochmal, falls was fraglich ist, sowas wie dieser Videoschiedsrichter jetzt beim Fußball, gibt es auch so eine Zentrale, wo man quasi dann oben nochmal die Szene aus 8 verschiedenen Winkeln und er sagt dann ganz oben nochmal, entweder der Call stands, das heißt, es bleibt oder es wird verändert. Ne? Ganz geile Kiste, müsst ihr auch mal angucken. Es gibt keinen Kickoff mehr. Es geht automatisch an der 25-Yard-Linie los für die Mannschaft. Die andere Sache, es gibt keinen Extrapunkt mehr. Du bist gezwungen oder du hast immer die Möglichkeit, Two-Point-Conversions ganz normal rauszuspielen. Genauso ist es mit dem Onside-Kick, gibt es auch nicht mehr. Du kriegst den Ball an einer Position und kriegst ihn bei 4. und 20, glaube ich, ist es. Sag mal falsch, ich bin nicht ganz genau. 4. und 15 oder 20. Wenn du einen First Down machst, zählt es als Onside-Kick recovered. Coole Kiste. Habe ich noch nie gehört, aber super Sache. Okay, dann haben wir noch hier, den Ball darf man leider nicht mehr ins Publikum schmeißen, weil da ein Chip drin ist, weil durch die App, die ihr runterladen könnt für Alliance, kann man jeden Spielzug wirklich alles nachverfolgen. Auch ganz tolle Sache, empfehle ich euch noch, die Alliance App, Play Store, runterladen, bitte. So, jetzt, ne, da haben wir ja eigentlich alles, so. Merchandise, hätte ich gern, würde ich mir gern was hinhängen. Finde ich im Moment noch nichts in Deutschland. Ich habe versucht, über meinen Kollegen in Amerika was zu kriegen. Die Überlebenschance liegt an mir, an euch, an uns alle, wie wir Interesse dafür finden. Ne? Das mit dem Draft wollte ich noch kurz ansprechen. Und zwar, jede Mannschaft hat die Möglichkeit, bei 5 Colleges nur zu draften. Und das sind alles Colleges, die in ihrer Gegend liegen. Das heißt, Atlanta tut beispielsweise davon Alabama. Von diesen Colleges aus Georgia und Alabama treffen. Und die California College, die quasi San Antonio holt sich aus Texas die besten Colleges. Von den Longhorns schätze ich mal. Und so weiter. Das müsst ihr auch genau nachlesen. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ne? Da muss man mal durchsteigen. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Dann, das Letzte für mich, und das ist wirklich das einzig Negative. Ich nehme noch mal einen Schluck. Ich habe das jetzt versucht, so schnell wie möglich runterzukriegen. Alles, vielleicht war es informativ, wenn nicht. Letzte, was ich dazu sagen will. Das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt, ist, es ist so, dass jeder Spieler einen Vertrag kriegt über 250.000 Dollar. Jeder Spieler, egal welche Position, egal welche Qualität, egal wo er herkommt, ob er aus dem besten College kommt, aus dem schlechtesten College, ob er von einer guten NFL-Mannschaft kommt, nichts. Ob er ein ehemaliger Nummer 1 Draft-Pick ist oder Nummer 10, er kriegt 250.000 Dollar. Und bei diesen Unsummen, die gewettet werden heutzutage, habe ich da wirklich ein bisschen die Befürchtung, weil 250.000 Dollar sind beispielsweise keine Summe, wo man nicht jemand bieten könnte. Wo man sagen könnte, horch, ich biete dir 500.000 und versau das Spiel als Quarterback. Oder ne, als Quarterback ist ja eigentlich die Position. Ne? Oder lass das Spiel irgendwie, wirf einfach mal schlecht. Es ist durchaus, oder wenn man 1 Million da reinhaut. Ihr meint, vielleicht 1 Million ist viel bei diesen Wettmanipulationen. Aber das ist nur ein Scheiß, glaubt man das. Die Leute setzen 4 Millionen ein und kassieren 40 ab. Ne, ich habe mir jetzt letztens beim Bericht auch ganz interessant, könnt ihr auch mal angucken. Ne? So, wir sind zum Ende gekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war wunderschön, es hat Bock gemacht. Es ist mein wirklich zweites, drittes Video. Ich bin noch nicht gut, ich hab's noch nicht drauf. Ich bin vielleicht ein bisschen nervös, hektisch. Für den einen oder anderen Fehler entschuldige ich mich. Ich hoffe,
ihr schreibt einen schönen Kommentar. Wenn ihr was wissen wollt, schreibt einen Kommentar. Wenn noch ein Video machen soll, ne? Mein erstes Video, was ich gemacht habe, hat schon 50 Aufrufe. Danke, Dieter, für die 20 Klicks. Kriegst du das Bier auf dem Waldhof. Okay, und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr klicken würdet, wenn ihr vielleicht mehr als 100 Mal klickt und es interessiert euch, dann würde ich Dings sagen, würde ich noch eins machen. Ne? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr wissen wollt, was ihr haben wollt. Ich habe viel Zeit zu recherchieren. Also bis dahin wünsche ich euch, euer Lieutenant Dan, viel Spaß und bleibt locker und keep on walking. Ne? Allah, tschüss.